weiteren Konsument der Welt. 102 Gramm täglich. Also brauchen unsere Zähne. Ja, nicht, wie ich schon sagte, ich hatte keine bösen Absichten. Steckend. Und trotz meiner schlechten Noten hat mein Chef mich eingestellt. Eigentlich bin ich ihm was schuldig gewesen. Ich weiß, dass ihm das Auto was bedeutet und er nicht so viel Geld hat. Aber dem Kind wollte ich nichts Böses, wirklich nicht. Ich hab's ja hier hingebracht, das Auto steht da davon. Ich wollte es eigentlich putzen und nach dem Diebstahl aussehen lassen. Deswegen der Eimer. Jetzt gehen wir aber ich hatte keine bösen Noten, wirklich nicht. Wir gehen mal raus, ne? Stark nach Benzin und Diesel ist ja kein guter Umgang hier. Das Kind, das war einmal rausgehen. Das will ich nicht die ganzen Dämpfer einatmen. Ja, ich gehe jetzt zum Schluss. Herr Frey, was haben Sie sich dabei gedacht? Das geht so nicht. Also ganz abgesehen, was Herr Frey für seinen Chef da machen wollte, es bleibt nun mal eine Straftat, nämlich die unbefugte Inbebrauchnahme. Ihr Verhalten ist nicht zu entschuldigen, aus meiner Sicht. Er darf seinen Ausbildungsplatz behalten. Am frühen Nachmittag erreicht die beiden Polizeioberkommissare Michael Brunner und Caroline Förster ein alarmierender Funkruf von der Leitstelle. 1222 für Egon. 1222 hört. Eine Jugendliche meldet, dass ihr Vater völlig durchdreht. Möglicherweise handelt es sich hier um häusliche Gewalt. Fahrt doch mal bitte in die Straße 13. Ja, machen wir. So wie der Funkspruch reinkam, hatte ich schon das Gefühl, dass es sich hier um einen dringenden Einsatz handelt. Deshalb sind wir auch mal mit Blaulicht angefahren. Ach, das ist schon. Ja, ich bin schon die Melderin, ne? Hallo, gut, dass Sie da sind. Meine Eltern sind total am Ausrasten. Die schreien noch drüben rum. Bitte helfen Sie mir. Ich habe Angst, dass Sie sich gegenseitig anschauen. Wo ist man denn lang? Ich sehe es auch schon, da ist Feuer. Ja. Sie bleiben mal hier. Bleiben Sie meinem Tier. Schnell, der hat da eine Fackel in der Hand. Was macht der denn da? Hey, hey! Hey, hallo! Hinlegen! Die Polizei! Tolle Idee! Hey, ich lass mich hallo, die Polizei ist da. Legen Sie mal die Fackel weg, was soll denn das? Jetzt mal weg von dem Feuer. Kommissar Colombo mit Gefährtin. Was ist denn hier los? Was wir machen? Wir machen St. Martin Feuer und drinnen können. Noch einmal so laut und Sie kommen direkt mit uns zu. Haben Sie mich verstanden? Wir fahren. Meine Klamotten, meine Lieblingsjeans! Sind Sie bescheuert? Sie können doch nicht einfach die Hose ins Feuer schmeißen. Das ist doch mein Grundstück, oder nicht? So, wir gehen jetzt von dem Feuer hier weg. Auf. Sie kommen jetzt mit, sonst kommen Sie in Handfesseln. Das garantiere ich Ihnen.
Meine Feinde. Will sie irgendjemanden auseinanderbringen? Unsere Tochter ist... Passen Sie mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Sie sind noch draußen, ja? Sie löschen jetzt erstmal das Feuer. Hören Sie mir mal zu, ich will jetzt hier nicht mehr schreien, ich habe keine Lust mehr. Sie machen jetzt das Feuer aus. Ich glaube, dieser Streit hier, der ist wegen der Sache entstanden, die gar nicht passiert ist. Fotomontage echt, wie wir gerade festgestellt haben, das Bild an Ihrem Kühlschrank. Das mit dem Hund, das war anscheinend ein Missverständnis. Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Wollten Sie Ihren Mann vergiften? Nein, natürlich nicht. Gut, Sie wollten ihm nur mal einen Denkzettel verpassen. Okay, es ist nicht schön, das macht man nicht. Ich finde, Sie sollten da in Ruhe drüber reden. Wir sind auch gleich noch hier als Ansprechpartner. Aber wir unterhalten uns erstmal mit Ihrer Tochter. Die steht nämlich ich draußen. Ich möchte mit dabei sein. Es ist meine Tochter. Also unsere Tochter. Mir wäre es lieb, wenn wir uns erstmal in Ruhe mit ihr unterhalten. Sie können natürlich dabei sein, aber also es wäre vielleicht ganz hilfreich, vielleicht können Sie wenn wir uns erstmal alleine mit ihr unterhalten. Gut, dann bleiben Sie im Hintergrund stehen, aber halten Sie sich ein bisschen zurück. Okay. Ja? Gut, dann schauen wir mal. Wie kann sie sowas machen? Verstehe ich nicht. So, Gleich. Die 14-jährige Tochter Inka hütet ein dunkles Geheimnis. Was soll denn das? Was ist denn der ganzen Sache? Und haben zwei Mädchen auf einen Kiosk besitzt.